Ja, guten Morgen, meine Freunde. Wieder herzlich willkommen aus dem Kanal Jensis Welt, Mapa-Reportagen und mehr. Ich bin gerade am Frühstücken und warte jetzt auf meinen Gast, Stefan. Anlage ist jetzt komplett leergeräumt. Ganz oben stehen noch ein paar Güterwagen, die lasse ich jetzt aber auch stehen. Wenn wir dann nachher die Anlage abrücken, hoffe ich mal, dass sie nicht runterfallen. Na? Und das heutige Programm, das besteht darin, Stefan wird nachher wieder unter der Anlage krabbeln und wie gesagt versuchen die Signale in Gang zu setzen, so dass die rot und grün leuchten. Ich werde mir dann da hinten die S-Bahn-Ausweiche vornehmen, die wieder zusammensetzen, gucken, wie das mit den Gleisen aussieht. Dann hier schauen, wegen dem Radius und der Steigung. Die Kiste liegt schon bereit für Micha und mein Zeug natürlich auch. Die Bäume werde ich entfernen als erstes, damit man dann hier genug Platz hat, wenn dann die Anlage abgerückt ist, um die Sachen so hinzustellen, wie man sie gerne haben möchte. Wenn das erledigt ist, gucke ich dann erstmal wegen den Viaduktteilen. Die stelle ich dann erstmal bis dahin, dort wo die Weiche ist. Ja, weil da kommt ja dann die große Brücke und wenn der Abzweig oder der Knick zu steil wird oder zu weit rüber geht, bringt das ja nichts mehr. Ne? Sollte ja schon ein kleiner Bogen bloß sein, der bis rüber geht. So, das ist das, was heute passieren wird. Wenn das dann alles liegt, steht, ja, falls es mit der Rampe klappt, dann wird es erstmal vorläufig fixiert, dann werde ich dann die Kreuzungsweiche einbauen, vorsichtig. Ne? Dazu muss ich ja bloß die Weiche rausnehmen und dann die Kreuzungsweiche einsetzen. Die müsste eigentlich genauso breit sein wie die normale Weiche. Und dann, wenn das alles stabil ist und auch die Gleise ordentlich liegen bis dahin, also nicht festgemacht, einfach nur da liegen erstmal, dass man sieht, so könnte es werden, so funktioniert es. Dann mache ich eine Testfahrt, erstmal mit dem Schienenbus, den musste ich gestern erstmal wieder in Ordnung bringen. Da habe ich den Schleifer ein bisschen verbogen, also hier der Brava, der kommt da locker hoch, die Ferkeltaxe. Dann teste ich den anderen Triebzug hier, der da in der Schachtel ist, der nicht so ganz perfekt fährt. Das ist mit den Kontakten, das lässt sich ja beseitigen, das habe ich auch schon eine Idee, treten und so. Und verschiedene andere Sachen. Klassier Express ist in seiner Schachtel, es ist nicht mehr auf dem Bahnhof, ihr seht es, alles weg. Alles ausgeflogen. Alles weggeräumt und dann teste ich dann nach und nach verschiedene Züge, wie die dann da hochfahren oder runterfahren und so weiter und so fort. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt kommt erstmal, wie gesagt, der Stefan und da rücken wir dann erstmal die Anlage ab. Zumindest so weit, dass ich dann da hinten lang gehen kann und dann erst einmal die Geschichte mit der Weiche dort in Ordnung bringen kann. Die Gleise fixieren, dass das wieder durchgehend funktioniert. Dann die Gleise ein bisschen sauber machen und dann nehmen wir mal ein, zwei Loks und ein paar Wagen und gucken, ob die dann wieder schön rein und rausfahren können. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann, wie gesagt, die Steigung prüfen, schauen, ob das klappt mit der Brücke, der Vorschlag vom Marco und so weiter und so weiter. Vielleicht setze ich auch so einen Bogen, der hier rüber geht, also nicht die Brücke, sondern einen Bogen, der hier rüber geht. Denn der Bogen ist eigentlich groß genug für ein Gleis. Es ist ja nur ein Gleis, was überspannt werden muss. Und es ist ja dort genug Platz. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Wird auf jeden Fall spannend. Und jetzt esst erstmal weiter, bevor dann der Gast kommt und ich dann noch nicht satt bin. Das muss ja nicht sein. Also bis später. Vor uns habe ich euch ja gezeigt, wie die Rampe ausgesehen hat. Ja? Jetzt zeige ich euch noch mal schnell, weil Idiot hat vergessen zu filmen, bevor es wieder wegräumt, wie die Rampe mal aussehen könnte. Da habe ich ein paar Bilder gemacht und die zeige ich euch das mal. Thank you.
Ja, eine Idee. Ihr habt die Steigung gesehen, die ist nicht ohne. Aber so könnte es ungefähr gehen, ne? Das mit der Brücke nach hinten setzen, ist eine gute Idee gewesen. Die Bäume kommen dann weg da hinten in der Ecke. Und wie gesagt, hier ist jetzt alles nackt. Ich fange dann da hinten an und unten drunter da Stefan. So, dann baue ich jetzt die Kamera um, damit alle Beete gefilmt werden. Rücken wir die Anlage ab und dann geht's los. So, Freunde, und bevor es bei mir losgeht mit dem Einbau der Kurvenweiche, die wunderbar reinpasst übrigens, zeige ich euch noch, was der Stefan heute macht. Der Stefan verbindet jetzt, wie gesagt, er macht eine Scheinanzeige. Das heißt also, die Signale leuchten dann zwar, aber sie haben keine Funktion. Ne? Noch nicht. Das kann man dann später alles noch nachrüsten. Und dafür hat er dann, er ist gerade dabei, das Ding hier. Wir haben dann nämlich zwei Löcher reingebohrt mit Hilfe von Schraubenpins oder Pits. Das ist das Ding hier. Und ihr seht, das wird dann einmal so geschaltet, also Signal auf Rot. Und wenn es so geschaltet wird, ist es auf Grün. Und das wird dann so geschaltet, so zusammengeschaltet, dass die vorderen Signale Rot und Grün zeigen und dort Rot und Grün. Das heißt also, es ist einfach nur eine Scheinanzeige fürs Fahrvideo sozusagen, damit das halt ein bisschen besser rüberkommt, wenn die Signale auf Grün schalten und der Zug fährt ab. Ne? Mehr als das nicht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, machen wir jetzt noch hier Klimbim und mit Stoppstellen und so weiter. Das gibt es heute nicht. Das wird jetzt einfach, wie gesagt, nur eine Scheinanzeige und das ist reichlich, was er da heute zu tun hat. So, gut. Und ich drehe jetzt die Kamera in meine Richtung. Achtung. So. Dann wird das Ganze wieder beschleunigt, ihr kennt das ja. Damit es nicht so langweilig wird, ein bisschen was ohne und ein bisschen was mit, weil wir lassen sowieso Musik im Hintergrund laufen und deswegen muss es sowieso beschleunigt werden. Ich könnte natürlich auch andere Musik drunter legen, aber ich denke mal, mit Beschleunigung bin ich besser beraten. Und wenn jetzt wieder einer schreibt, hier, räume mal deine Bude auf, es wird Dreck da. Ja, ich weiß selbst, dass es in der Ecke Dreck ist, aber ihr dürft nicht vergessen, wie weit die Anlage da an der Wand steht. Und ich glaube kaum, dass ich da über meine Anlage steige, um da hinten die Spinnweben wegzumachen. Die werde ich nachher wegmachen, ja, wenn ich nachher die Anlage wieder zurückrücke. Aber jetzt erstmal nicht. So, und jetzt geht's los.
So, meine Damen und Herren, fertig. Kleines Stück eingefügt, kleiner Schienenstoß drinnen, naja, kann man überleben. Oder kann man mit leben, so rum. Blöd ist es natürlich nun, wenn die Züge dann ständig entgleisen. Ne? Da hört mir einfach nicht zu. Nee, da hört mir nicht zu. Der hat zu tun da unten. Thank you.
So, dann machen wir meine Restfahrt, Testfahrt. Achtung, das wäre die Musik. Da muss ich mal kurz die Musik leider machen, weil ich muss ja was erklären. Ich habe jetzt die Stelle hier. Fertig. Da kommen jetzt noch die Schwellen rein. Ja? Dann werden die Schienenstöße entfernt. Hier habe ich übrigens den Schienenstoß auch entfernt. Ja? Gibt es kein Papapapap mehr. Und dann machen wir mal eine Testfahrt. So, mal gucken, ob was entgleist. Also wir nehmen zwei Züge, also ich nehme zwei Züge und gucke mal, ob das passt. Die Weiche wird jetzt nicht mit Antrieb versehen erst einmal. Bleibt erstmal wie es ist. Das heißt, wenn der Zug jetzt hier reinfährt, ist dort die Weiche auch falsch gestellt. Wenn er von der anderen Seite kommt, das fährt er hier lang. Ne? Später mache ich den Antrieb noch dazu, aber das hat jetzt erst einmal keine Priorität. Wichtig ist erstmal, dass du wieder fahren kannst, ohne zu entgleisen und ohne stehen zu bleiben. Das ist nämlich ganz wichtig. Gut, also werde ich jetzt erstmal eine Testfahrt machen. Bis gleich. Thank you.
Gesehen. Die Rampe ist befahrbar, aber die Steigung ist grenzwertig. Er hat selbst einen Kesselzug ist da hochgefahren. Ich kann euch gleich was zeigen. Der Kesselzug fährt immer noch hoch und auch mit einer Lötmüller. Ja. Jetzt muss ich das mal hier wieder rausnehmen. Ich hatte vergessen, die andere Lötmüller zu deaktivieren. So, nochmal. Also das mit der Kurvenweiche funktioniert sehr gut. Noch. Ihr seht's. Klappt alles. Jetzt muss man natürlich ein bisschen mehr Gas geben hier, wenn man Berg hoch fährt. Aber eine Mini-Trix-Lötmüller hat da keine Probleme. Ja. Und da hinten sollte man dann mal die Bremse ziehen. Da kommt dann später die Brücke rüber. Bin gespannt, ob die da rüber passt. Aber so in der Art wird es auf jeden Fall gebaut. Erkläre ich euch jetzt alles nochmal. Entschuldigt, dass ich die Kamera ausgeschalten habe. Aber es ging alles ein bisschen drunter und drüber. Und ich musste konzentriert arbeiten. Deswegen habe ich die Kamera ausgemacht, weil viel geflucht und geschimpft wurde, insbesondere wegen der Kreuzung. Die hat nämlich eine Macke. Ich werde die jetzt nicht bedienen. Der Stefan weiß ganz genau warum. Ja? Die hat uns jetzt lange genug geärgert. So, gut. Ja, er ist fleißig dabei, die Geschichte hier anzuschließen. Die brennt natürlich jetzt nicht, die ist aus. Da sind wir noch dabei, aber die Signale sind alle beleuchtet jetzt. Das werde ich euch dann separat nochmal zeigen. Die Signale sind alle beleuchtet jetzt. Also das heißt, wenn man umschaltet, sind die auf rot und die auf grün. Und wenn man wieder umschaltet, sind die auf grün und dann auf rot. Mhm. Und jetzt schaltet er die letzten zu. Und das sind die. So. Ja, ihr seht es. Ich habe einen Teil der Rampe benutzt. Ist auch ein bisschen fixiert, damit das Gerümpel nicht runterklatscht.
Talent kommt nicht hoch, entgleist. Also der hat mit der Steigung kein Problem, aber der entgleist. Das ist für den nicht. Ja, den kriege ich ja nicht hochgefahren. Muss ja auch nicht. Aber ich komme mit dem Kesselzug hoch, ich komme mit dem Triebzug hoch, ich komme mit dem Y-Wagen hoch, ich komme mit dem Reku-Wagen hoch und ich wette mal mit euch, mit dem da komme ich auch hoch. Das teste ich aber jetzt nicht. So, hier habe ich das ein bisschen schräg gemacht, ne? Damit dort genug Platz ist. Da. Und das habe ich alles schon getestet. ICET Doppelstockwagen haben wir hier. Da kann ich euch zeigen, das klappt wunderbar. Das Viadukt ist noch komplett locker, ne? Das ist noch nicht fest. Es ist einfach nur mal zum Testen, ob das klappt. Mehr nicht. Das heißt also, es kann jederzeit weggenommen werden. So, jetzt haben wir hier den Doppelstockwagen. Und jetzt kommt's Essen. Ja, Freunde, wo waren wir stehen geblieben? Richtig. Es hat gerade geklingelt gehabt. Das haben wir erstmal gegessen. Mein Essen war nicht so toll. Aber das kann man ja nicht wissen. Ja. Das wollte ich zeigen. Doppelstockwagen. Keine Probleme. Und ich habe schon ICE getestet. Auch keine Probleme. Das ist jetzt leicht fixiert. Mit Nägeln. Also das heißt, es ist jetzt bloß, dass es halt etwas stabil steht. Das hier ist alles noch locker. Dann kommt hier die Brücke rüber. Das ist diese Kardiokurve. Und hier kommt dann die lange, 45 cm lange Brücke, die hoffentlich bis darüber geht. Ne? Ja, ein Teil dieser Rampe werde ich verwenden. Die werde ich dann verkleiden mit Pappe. Hier habe ich die komischen Dinger weggemacht, diese Zäune. Das ging nämlich nicht anders. Sonst wären wir nämlich nicht hochgekommen mit Y-Wagen. Die bleiben hier hängen. Ja? Aber das ist nicht so schlimm. Es kann trotzdem so bleiben. Das sind wie gesagt nur provisorische Teile. Das wird alles noch getauscht. Ich wollte bloß erstmal testen, ob das möglich ist mit der Steigung. Und ihr seht, es geht. Hier muss dann mit Holz gearbeitet werden. Das Stück. Das ist sehr grenzwertig. Aber ihr habt gesehen, das klappt. Das sind ja nicht schwer, die Züge. Ja, Kreuzung ist kaputt. Wenn ich jetzt hier umschalte, fährt hier nicht mehr. Und wenn ich sie zurückschalte, dann komme ich vielleicht besser her. Dann muss ich mal drauf drücken mit dem Finger und dann geht es weiter. Wackelkontakt. Ich vermute mal, deswegen hat es auch Probleme mit dem Viadukt damals gegeben. Mit dem alten, ja, das kennt ihr, das kleine Ding da, was darüber ging, das rote. Da gab es auch immer Kontaktschwierigkeiten und das war, glaube ich, die Kreuzung. Die stammt nämlich von dort. Ja, und ansonsten, das war's da. Stefan macht, ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Er ist immer noch dabei, die ganzen Signale anzuschließen. Also wie gesagt, es gehen schon einige. Und es ist nur eine Täuschungsschaltung. Das heißt also, eine optische Geschichte. Da halten keine Züge an. Ne? Es ist einfach nur, wenn ich ein Fahrvideo mache, damit es etwas besser aussieht. Ja, wenn sich nur alle da stehen, die auf grün schalten. Ja, jetzt sind wir noch die ganzen Lampen schief hier. Gut, so. Dann räume ich langsam auf. Also ich mache hier nicht mehr dran, das bleibt euch jetzt erstmal so stehen. Ne? Ich werde jetzt hier noch die Pfeiler setzen. Die klebe ich noch drunter. Und den dort klebe ich noch drunter, damit es ordentlich aussieht. Und dann bleibt das erstmal so, wie es ist. Hier klebe ich nicht. Das bleibt erstmal so. Und ja, dann fange ich langsam an, meine Sache aufzuräumen. Der Stefan, der baut noch. Ich habe hier auf jeden Fall erstmal zu tun. Hier. Ja, es ist sehr schmutzig hier. Ist halt nach der Kleinwohnung so, da kann man nichts machen. Aber ihr habt gesehen, funktioniert alles wunderbar. Auch die Kurvenweiche, die ich eingebaut habe, funktioniert gut. Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ja, das funktioniert, ein schönes Wort. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt mit der Kurvenweiche. Ich habe mir nicht gedacht, wenn ich da drüber fahre, haut es der Wagen raus. Es gibt ein paar Wagen, die Probleme machen. Da muss man halt in Schrittgeschwindigkeit fahren. Vorsichtig halt. Das sind meistens Güterwagen, aber ihr habt es gesehen, die Y-Wagen laufen. Die Reko-Wagen laufen. Schienenbus zeige ich euch jetzt nicht.
der Herr spinnt wieder rum. Das Ding, das fährt überhaupt nicht mehr richtig. Habe ich schon festgestellt. Die Achsen hier von dem Ding, die verschieben sich auf immer. Und dann kriegt er auf immer keinen Kontakt mehr. Ja. Und eine Kleister. Toll. Kann man nicht machen. Ich kriege das Ding auch nicht auf. Ich werde nicht wieder aufgemacht wird dazu. Ich werde nicht mit Gewalt öffnen. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind die Achsen auf einmal lose. Also das heißt, die rutschen immer wieder zusammen oder auseinander und da gibt es Probleme. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Also zumindest räumen wir jetzt langsam auf. Hier habe ich jetzt klar Schiff gemacht. Der Stefan, der ist inzwischen schon nach Hause gefahren. Jetzt kann ich euch mal schnell zeigen, was er gemacht hat heute. Und zwar habe ich die Signale alle angeschlossen. Fast alle. Ja. Da auch. Ich schicke noch ein paar Bilder oder was gesagt, ich tue euch noch ein paar Bilder mit dranhängen, das hat er nicht hingekriegt und das da drüben ist auch kaputt gewesen. Das eine ist aber ganz, das geht auch dort. Na, kann man sehen? Ja, bisschen schwierig. Aber das leuchtet auch. So, jetzt funktioniert das folgendermaßen. Funktioniert, ja. Also, das ist ja wie gesagt nur eine Scheingeschichte. Das heißt also, es ist nicht so, dass irgendwie die Züge stehen bleiben oder so. Das ist einfach nur fürs Fahrvideo schön gemacht. Und so hat er hier unten eine schöne Leiste dran gemacht, ne? Und rot bedeutet jetzt, da sind die Signale rot, und wenn ich jetzt hier umschalte, dann werdet ihr gleich sehen, dann schalten die auf grün. So, hier sind sie alle grün, zwei sind auf rot, jetzt sind sie alle auf grün, ne? Also das ist wie gesagt nur eine Scheingeschichte. So, der Schweizer hat Ausfahrt. Ja, also das ist sehr schön jetzt, dass die Signale beleuchtet sind. Oder funktionieren. Ne? Vorher da waren sie ja gar nicht eingeschaltet. Ja, und ich habe da ja auch mitbekommen, habe die Rampe zum Teil aufgebaut. Das bleibt natürlich nicht so, das ist jetzt nur provisorisch. Ich fahre jetzt nicht nochmal hoch und runter, aber dort habe ich mal die neuen Berliner Wagen oder Berliner Wagen an die GE dran gehängt. Bin ein bisschen fertig, sorry. Der Schienenbus, den habe ich einfach aufs Gleis gestellt, der fährt sowieso nicht, das weiß ich. Da ist irgendwas mit den Achsen nicht in Ordnung. Die lösen sich und gehen entweder zusammen oder auseinander. Na, das ist nicht gut. Müsste man wahrscheinlich neue Achsen einbauen, aber wie gesagt, ich kriege die Kachel nicht auf. Ich weiß nicht, wie der aufgeht. Der ist vor allem noch nicht alt. Ne? Den hat mir mal der Max geschenkt. Zum Geburtstag war das gewesen, voriges Jahr oder vor 2 Jahren. Aber dass da natürlich jetzt so schnell die Achsen kaputt gehen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das haut mich schon um. Ja, und die Geschichte mit der Kurvenweiche funktioniert ganz gut. Habt ihr ja nun gesehen. Mit den Actioncam-Videos. Klar, ich hätte bei der Rückfahrtsfahrt die Lok wechseln können, dass es ein bisschen besser aussieht, wenn sie dann hier wieder runterfährt. Aber das war halt alles, ja, provisorisch, ne? Ihr kennt das ja, provisorisch, also nur getestet. Ja, ich habe jetzt auch die Pfeiler ersetzt, die da gefehlt haben, damit es auch ein bisschen optisch ein bisschen besser aussieht. Den Knick da kriege ich nicht weg, aber ihr wisst ja, wie wir das machen. Richtig, irre Schmaus, ne? Das bleibt auch so, wie es ist. Das heißt also, das wird so übernommen. Ja, die Gleise sind auch bloß hier reingesteckt. Das wird alles noch richtig festgemacht. Später, ich muss das mal hier, das Stückchen hier noch irgendwie in den Griff kriegen. Das werde ich wahrscheinlich mit Holz machen. Oder vielleicht macht das auch der Marco für mich. Mal schauen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Rampe. Klar, die steigen ist ein bisschen extrem. Wir haben jetzt mehrere Züge getestet, also die Klasse
Mit Kohlewagen kommt ein Berg nicht hoch, brauchen wir nicht probieren, aber die kommt hoch. Und das mit 10 Wagen. Wahnsinn. Sollte man auch nicht so oft machen, dann ist er kaputt. Also nur in die Richtung hochfahren mit Güterzügen und dann wieder so runter. Das klappt garantiert. Mit Personenzügen ist das kein Problem. Rekowagen oder Umbauwagen, 4Y-Wagen kein Problem. Ja, und Triebzüge. Ne? Warum die Talente mal rausspringen, verstehe ich nicht. Ich habe jetzt alle Beta-Talents ausprobiert. Sowohl Abellio als auch der Leipziger S-Bahn springen hier raus, wo ja gar keine Stelle ist zum Rausspringen. Und ich habe extra hier die Dinger weggenommen, damit der hier, wenn der hier übersteht, keine Probleme macht. Aber das vordere Drehgestell und das hintere Drehgestell springen immer raus. Ich habe alles versucht, ich bin ganz langsam runtergefahren, habe da oben eingekleist vor uns, wo die Anlage noch abgerückt war. Langsam runtergefahren, Drehgestell rausgesprungen. Viel zu gefährlich, nicht dass du dann irgendwann runterplumpst. Lass mal, geht nicht. Ganz einfach. Dann kann der Abellio und der Talent dann halt nur bis da hochfahren. Denn das klappt ja. Und dann fahren sie wieder zurück. Fertig. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Denn an den Kurvenradien liegt es nicht. Denn wenn selbst der Blue Tiger ohne Probleme hochkommt, und das ist meine größte Diesellok, die hat keine Probleme. Sieht ein bisschen ulkig aus, wenn der da hochfährt, aber das klappt. Ne? Ja, ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, was heute passiert ist. Bin nur ein bisschen fertig, ich gehe jetzt in der Wanne. Morgen muss ich ja zum Amt was abgeben. Das wird interessant. Vermutlich nicht mit der S-Bahn und auch nicht mit der Straßenbahn. Da werde ich wohl das Fahrrad nehmen müssen. Aber das ist nicht so schlimm. So, und wer jetzt den Triebzug sucht, den ich euch gezeigt habe, den hat auch Stefan mitgenommen, den habe ich dann nämlich gegeben. Der soll sich den in Ordnung bringen und ja, ist wirklich nur ein Bastelzug gewesen. Also der fährt sehr gut auf gerader Strecke. Da hat er keine Probleme. Aber wenn er in die Kurve fährt, bleibt er stehen. Da muss der immer, na komm, noch ein Stück, na komm, noch ein Stück. Das hat mit den Kontakten von den Drehgestell zu tun. Und da diese kleine Platine noch fehlt, das weiß er alles, das habe ich schon alles erklärt und habe alles gezeigt. Er ist damit einverstanden gewesen. Die zwei Panoramawagen, die alten habe ich ihm auch mitgegeben. Ich lasse den Zug so, wie er jetzt ist. Na? Die Panoramawagen sind bei ihm besser aufgehoben. Er hat ja schon zwei, hat er jetzt also 4er. Und wenn er noch 2 hat, hat er einen kompletten Panoramazug. Ja. Ja, aber die anderen, wie gesagt, die bleiben hier. Ne? Die sind nur noch eingereiht. Sehr teuer. Gut, so. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Nette Kommentare und Kritiken könnt ihr auch da lassen. Und bitte seid mir nicht böse, dass es wenig zu sehen gab beim Bauen. Bisschen was von der Weiche und dann das, was ich jetzt gezeigt habe mit den Fahrtests. Aber ich musste dann die Kamera ausmachen, weil ich nur noch geschimpft habe. Denn am Anfang ist das mit dem Viadukt oder besser gesagt mit der Auffahrtrampe, das war eine Katastrophe. Bis ich auf die Idee gekommen bin, das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, fest zu machen. Vorher ist der Mist runtergefallen, verrutscht und ja. Aber jetzt hat es geklappt und es sieht sehr cool aus und ich freue mich schon, wenn die 45 Meter, ja genau, 45 Zentimeter lange Brücke da ist. Mal gucken, ob die bis darüber reicht und vor allen Dingen, wie ich die dann dort einbaue. Das muss man dann sehen. Ansonsten nehme ich was anderes. Mit dem Wort, ich bin weg und tschüss.